Hallo zusammen. So, mal schauen, wer schon dort ist. Vielleicht die Simone Appelmann. Ah nee, das hat sie gestern Abend geschrieben. Wir gucken, wer live dazu kommt. Hallo, mein Name ist Shelia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com. Heute in diesem Facebook Live Video sind wir bei dem dritten Modul des Successful Solopreneur Systems, ein Komplettsystem von mir, das Coaches, Trainer, Beratern und anderen herzgetriebenen Dienstleistern dabei unterstützt, ein Business aufzubauen, das sie lieben und von dem sie gut leben können. Und diese Woche gucken wir jeden Tag ein wenig rein in die jeweiligen Module des Systems und es gibt 6 Stück und heute sind wir bei das perfekte Kennenlerngespräch als Thema, als Modul. Und der Titel des heutigen Facebook Live Videos, und das kann man sehen eindeutig bei der Einladung heute, war mit Herz anstatt mit Verkaufsdruck verkaufen. Kennst du das vielleicht? Du hast den Wunsch, Kunden zu haben. Vielleicht hast du momentan ein Geschäftsmodell aufgesetzt, wo du eins zu eins mit potenziellen Kunden sprichst, um gemeinsam auf die Antwort zu kommen, passen wir zusammen, haben sie eine Herausforderung, wofür ich eine Lösung habe, oder haben sie ein Ziel, das sie erreichen möchten, und ich habe die richtigen Tools, Methoden, und anderen Dinge, ich kann sie begleiten und unterstützen. Und vielleicht tust du das, Erstgespräch oder Kennenlerngespräch durchführen, weil du eins zu eins mit Kunden zusammenarbeitest. Auf irgendeine Art und Weise mit Einzelkunden und Privatpersonen oder auch mit Firmen, ganz egal. Und vielleicht hast du, oder bist du jemand, der auch VIP-Tage anbietet oder Intensivtage gemeinsam zusätzlich zu anderen Geschäftsmodellen, die du durchführst. Wenn einige von diesen Situationen auf dich zutrifft, dann bist du heute hier genau richtig. Herzlich willkommen in diesem Gespräch. Und ich habe gedacht, wir beginnen dort mit der Frage, wo denn überhaupt Verkaufsdruck entsteht. Und dass wir gemeinsam in dieser Zeit zusammen untersuchen, woher kommt das komische Gefühl, ein Verkaufsgespräch durchzuführen, auf der einen Seite als Anbieter oder Dienstleister, und auch woher das schlechte Gefühl, das mulmige Gefühl, das komische Gefühl entsteht bei Interessenten oder potenziellen Kunden, die zu einem sogenannten Verkaufsgespräch hingehen, zu einem Erstgespräch, zu einem Kennenlerngespräch, oder auf dem Markt heutzutage heißen sie manchmal Strategy-Gespräche oder Durchbruchsgespräche oder Möglichkeitsgespräche. Also sie haben alle möglichen Namen. Denn das, was ich immer wieder höre, ist, dass da irgendwo ein Mismatch ist in diesem Gespräch. Es fühlt sich für beide Seiten nicht so gut an. Nun, was ich für mich persönlich gesehen habe, und vielleicht hast du das auch geahnt, ist, dass Verkaufsdruck kommt von dem Druck, der in uns ist und den wir nach außen projizieren. Von der Idee, wenn ich genügend Kunden habe, dann bin ich okay. Und wenn ich nicht genügend Kunden habe, dann bin ich nicht okay. Und in diesem Modell, in dieser Denkweise, wir machen dadurch potenziellen Kunden für unseren Selbstwert, für unsere persönliche Zufriedenheit und vielleicht sogar für unsere persönliche Existenz verantwortlich. Was für ein Druck, oder? Was für ein Druck, wenn der Kunde das Gefühl hat, oh Gott, stell dir vor, Shelias Existenz ist von mir abhängig. Ob sie zufrieden ist, ob sie sich heute toll fühlt und kühn, hängt von mir ab. Das ist ein Riesendruck, den wir in uns haben, den wir auf unsere Kunden projizieren. Und auch wenn du das nicht aussprichst an deinen potenziellen Kunden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort eine quasi unausgesprochene Erwartung entsteht
oh Gott, hoffentlich buchen sie, hoffentlich sagen sie ja, ich muss es schaffen, dass sie zu mir ja sagen. Es gibt deswegen auch viele Leute auf dem Markt, die sagen, so machst du Einwandbehandlung, so schaffst du es, die Leute doch zu überzeugen und zu überreden. Wenn diese unausgesprochene Erwartung da ist, dass sie das tun sollen, sonst bist du nicht okay, dann fühlt man das. Das fühlt man. Das ist so ein bisschen wie Hunderiechenangst. Kennst du das? Ich gehe manchmal da hinten an der Straße entlang, oder vor allem ist es in Italien so, weil dort haben wir ein kleines Ferienhaus und in der Nachbarschaft haben wir ganz viele Hunde, die nur deswegen in den Gärten platziert werden, um Leute abzuschrecken, dass sie ja nicht einbrechen. Und immer wenn ich an sie vorbeilaufe, kriege ich eine Höllenangst, auch wenn sie hinter Gittern sind. Aber ich sag mir dann, Shaya, zeig deine Angst nicht, zeig deine Angst nicht, damit sie das nicht mehr bekommen. Und gleichzeitig sprudelt aus allen Poren meines Körpers wahrscheinlich Adrenalin und sie riechen das sowieso. Das ist ja natürlich auch sehr ähnlich, wenn wir mit solchen Erwartungen in Erstgespräche gehen, in Kundengespräche. Weißt du das? Macht das Sinn? Also, kein Wunder, dass Verkaufsgespräche sich dann unangenehm anfühlen. Und ich wollte ganz gerne heute mal eine Metapher mit dir teilen zu diesem Thema, die ich total lustig finde und die für mich auch sehr einprägsam war, als ich das gehört habe. Und ich habe darin für mich erkannt, ja stimmt, also das ist wirklich wahr. Und zwar kommt es von meinem Mentor Michael Neal. Er nennt es dieses Phänomen Monster Poop oder Monster Kacke, wenn du so willst, auf Deutsch gesagt. Ziemlich schräg, aber einprägsam, und wir schauen uns das an. Und ja, heute schaue ich ein bisschen auf meine Notizen. Ich bin noch nicht ganz wach heute auf Mittwoch und kriege nicht alle Gedanken zusammen, aber ich habe einige Notizen hier. So, was ist die Idee von Monster-Kacke? Ich lese es hier vor, was ich hier oft dazu aufgeschrieben habe. Wir gründen ein Geschäft, damit wir uns in Ordnung fühlen können. Bei mir war das so, damals, wo ich mein Geschäft gegründet habe. Ich kam damals aus der Angestelltenverhältnis heraus, 14 Jahre Agentur, ganz viele Überstunden, ganz viel Leistungsdruck, auch häufig, also viel selbstgemachten Leistungsdruck und Bedingungen, die ich nicht gut gefunden habe. Und diese Idee der Selbstständigkeit war eine starke Weg von Motivation. Ich habe gedacht, dort bin ich nicht zufrieden, dort arbeite ich zu viel, dort habe ich nicht genug Freiheit für mich, dort habe ich kein Privatleben. Hier in diese neue Zukunft werde ich allerdings ein Online-Business aufbauen, ein Online-Business-Lifestyle haben, wo ich mehr Freiheit habe, wo ich mehr Geld verdiene, whatever, ja. Und dann bin ich okay. Jetzt bin ich nicht okay. Ich werde dann, wenn ich dieses Geschäft gründe, okay sein. Also, nochmal. Wir gründen ein Geschäft, damit wir uns in Ordnung fühlen können. Trifft es auf dich so? Kennst du das von dir? Hast du auch dein Geschäft gegründet, damit du okay sein kannst? Viele von uns tun das unschuldig. Wir denken in dem Moment nicht darüber nach. Und plötzlich haben wir ein Monster, das gefüttert werden muss. So funktioniert's. Wir geben dem Monster Kunden zum Essen und es kackt Geld. Diese Vorstellung gefällt mir gut, deswegen lese ich das nochmal. Wir geben dem Monster Kunden zum Essen und es kackt Geld. Das Monster hat immer Hunger und egal wie viele Kunden er bekommt, er will mehr. Lustig. Ja. Das Monster ist nur für eine kurze Zeit zufrieden, nachdem er einen Kunden gegessen hat. Und ist quasi unersättlich. Und auf einmal dreht sich dein Leben nur noch um Monsterfutter. Finden und besorgen. Du bist da draußen. Wo könnte Monsterfutter sein? Das Monster muss gefüttert werden, weil sonst bin ich nicht okay. Deine Facebook-Reichweite wird ständig beobachtet, denn Facebook ist natürlich ein Futterfangnetz. Für Monsterfutter, natürlich. Genauso deine E-Mail-Liste, da könnte sich Futter befinden. Und es hört nie auf.
weil du nie okay genug sein wirst, wenn du dein Wohlbefinden und dein Lebensglück bei anderen im Außen suchst. Hast du das? Ja, Birgit, das ist echt genial. Das ist eine lustige Metapher und eine so treffende auch. Und natürlich von dieser Haltung heraus von einem Monsterfutterbesorgerin wird der Verkaufsprozess mit Druck durchsogen sein, weil du ständig Druck verspürst, das Monster zu füttern. Aber jetzt, wo es Sinn machen würde, guten Morgen Angelique und Andrea, schön, dass ihr da seid. Wenn du von der anderen Seite schaust, wenn du als Interessent dastehst, wenn du als potenzieller Kunde dastehst, meine Frage an dich für die Facebook-Kommentare wäre, möchtest du jemand anderes sein, Monsterfutter sein? Ich nicht. Ich merke es förmlich, wenn ich jemand anderes sein Monsterfutter bin. Kennst du das? Du gehst vielleicht zu einem Autohändler, dein Leasingvertrag geht demnächst zu Ende und du möchtest ein neues Auto kaufen oder leasen und bist auf der Suche und du möchtest einfach ein bisschen herumschnüffeln, ein bisschen gucken, was da draußen ist und du gehst zu einem Autohändler. Und jemand, der sein Job Monsterfutterfänger ist, der kommt auf dich zu und beginnt mit dir zu quatschen und baut unheimlich viel Druck auf. Und bevor du es versehen hast, wollen sie dich irgendwie zu einem Tisch führen, wo er über einen Vertrag spricht oder sowas in die Richtung, wo du denkst, ah, ich bin noch gar nicht so weit. Und du spürst den Druck, den er oder sie hat, irgendwelche Quoten zu erreichen in diesem Monat, irgendwelche Verkaufszahlen zu erreichen. Angelique schreibt, nö, aber das Geld kacken möchte ich schon. Angelique ist sehr dafür bekannt, sehr lustig zu sein. Nicole Vivian schreibt, ja, das mag ich gar nicht. Ja, natürlich nicht. Also als Kunde, als potenzieller Kunde hast du eine Herausforderung oder ein Problem und du suchst eine Lösung. Oder du hast ein Ziel, das du erreichen möchtest. Und du suchst eine exzellente Begleitung auf deinem Weg. Du suchst einen Dienstleister, der dich wirklich sieht und dich versteht und dich mit seinem Können, seinem Wissen, seiner Erfahrung wertschätzend unterstützt und dir zur Seite steht. Ja? So, was heißt das nun für dich? Die Jenny schreibt, das hatte ich im März, es war mein Monster-März. Jenny, meinst du, du warst am Monsterfutter, du hast Monsterfutter gesucht im ganzen März? Ja, das glaube ich, dass du das meinst. Ja. Ja, ich weiß nicht, was diese Story des Monsterfutters oder des Monsterkacker für dich gerade ausgelöst hat, aber ich habe das vor einigen Jahren für mich gesehen, lange bevor ich diese Monster-Metapher gehört habe. Und es war nämlich die Idee, dass zu erkennen, dass ich in einer nehmenden Haltung bin, dass ich andere ihr Geld haben will, um mein Lifestyle zu pflegen, um mein Business aufzubauen. Und aus dieser nehmenden Haltung heraus bin ich auf den Markt gegangen und habe mein Marketing betrieben. Natürlich sehr versteckt und versuchte nie, dass niemand den Druck, den ich innen spüre, dass sie das mitbekommen. Aber doch, durch einige Sachen, die ich gemacht habe, vielleicht einige schleimige Aussagen oder irgendwelche nicht integere Dinge in Verkaufsgespräche, habe ich das zum Ausdruck gebracht. Und irgendwann mal habe ich gesehen, ein solches Geschäft möchte ich nicht machen. Ich möchte, und ich sehe das heute so klar, verstehen, ich bin okay. Ich habe ein tiefes Wohlempfinden. Ich kann eine tiefe Lebenszufriedenheit haben, was aus mir herauskommt und wofür ich nicht im Außen suche, um das zu bekommen. Es kann nicht sein, dass mein Geschäft ein Gefühl vermittelt oder erzeugt, damit ich okay sein kann. Und als ich verstanden habe, dass ich okay bin von mir heraus,
dann konnte ich in eine gebende Haltung gehen. Und ich konnte im Dienst stehen und ich konnte einfach das tun, wozu mein Herz mich beruft. Nämlich mit euch heute über diese Dinge zu sprechen. Das ist das, wozu mein Herz mich beruft. Ganz egal, ob ihr jemals ein Programm von mir bucht. Ich glaube, die Message ist einfach wichtig und ich tue es, egal was dabei rauskommt. Und aus dieser gebenden Haltung heraus veränderten sich auch meine Verkaufsgespräche und mein Umgang mit potenziellen Kunden und mein Marketing verändert sich auch. Ja? Und darum geht es in diesem dritten Modul bei dem Successful Solopreneur System. Also bei diesem Modul, das perfekte Kennenlerngespräch, was wir gemeinsam anschauen, ist, wie du einen kompletten Verkaufsgespräch aufbaust, der von einer gebenden Haltung heraus entwickelt wird. Wo du dein Herzensruf folgst, anstatt Monsterfutter auf Monsterfutter fangen zu gehen. Und wie du schaffst, den Kunden zu helfen, sich vorzubereiten auf das Gespräch und dich selbst. Und wie du während des Verkaufsgesprächs, Kennenlerngesprächs, wie immer du das nennen möchtest, wie du wertschätzend deinen potenziellen Kunden gegenüber auftrittst. Wie du lernst, die wirklich zu sehen. Wie du lernst, sie wirklich zu verstehen. Boah, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und wie du einfach auf eine gewisse Art und Weise ihnen in den Dienst stehen, auch bevor die Zusammenarbeit beginnt. Das lernst du in diesem System. Jetzt möchte ich nur kurz zum Schluss über das Thema Einwandbehandlung sprechen. Aber bevor ich das tue, lese ich hier einige Kommentare, die Anja Rima Grobe schreibt, das aus sich herausgeben wird manchmal im Alltag wirklich vernebelt. Das merke ich noch ab und an. Das interessiert mich, Anja. Schreib mir, was du dazu meinst. Das würde mich interessieren. Thomas schreibt, er liebt mein Content. Vielen Dank. Ulrike hat heute leider eine schlechte Leitung. Okay, kein Problem. Hoffentlich kannst du das nachher noch in der Aufzeichnung sehen. Und Jenny schreibt, ja genau, viel zu nehmend. Das hat mir nicht gut getan und den Kunden natürlich auch nicht. Ja, das ist das Verrückte, gell, Jenny? Also, wenn wir in eine nehmende Haltung sind, ist häufig derjenige, der am meisten davon betroffen ist und am meisten davon gestresst, wir selber. Und das Interessante ist, dass dieses Monsterfuttern ist nicht ausschließlich für den Anfang der Selbstständigkeit nur ein Phänomen. Ich habe genügende Kollegen und manchmal komme ich selber wieder in diese Monsterfutter-Haltung, auch wenn man ganz, ganz viele Kunden hat, weil das Monster kann nicht gesättigt werden. Es geht einfach immer weiter. Das ist das Spannende. Ja, zurück zu dieser Einwandbehandlung. Also ich habe einige verschiedene Dinge in meiner Laufbahn, während ich mein Geschäft aufgebaut, gehört, so nach dem Motto, buche diesen Kurs und lerne mit Einwände entgegenzuwirken, mit denen umzugehen. Oder lerne, wie du jemand, der nicht mit dir arbeiten möchte, dir doch überzeugst, die in diese Richtung zu gehen. Das wollte ich ganz zum Schluss deswegen erwähnen, weil ich habe eine bestimmte Haltung dazu, nämlich jemand, der Einwände hat, mit mir zu arbeiten, hat wahrscheinlich zwei Situationen vorliegend. Entweder diese Person hat einfach nicht ausreichend Gelegenheit gehabt, mich kennenzulernen, zu mögen zu lernen und zu vertrauen. Und ich habe, weil ich mein Geschäft auf den Markt stelle, auch die Verantwortung, diese Gelegenheit zu bieten für diese Person, egal auch immer, wie das aussieht. In meinem Fall diese Gelegenheit über Facebook-Live-Videos, über Webinare, über Blogbeiträge, über Podcast-Interviews. Also ich versuche so viele Erfahrungen und Erlebnisse im Vorfeld des Kennenlerngesprächs zu schaffen, dass die Person wirklich ausreichend und lang genug Zeit mit mir verbringen kann virtuell, sodass sie selber Einwände aus dem Weg räumen können oder auch nicht. Wenn die Einwände bestehen bleiben, dann kommen sie halt zu mir nicht in das Kennenlerngespräch. Und ich hatte auch vor kurzem einen Fall, dass jemand empfohlen wurde von jemand anders, ist direkt in das Kennenlerngespräch gelandet
und kannte mich gar nicht von all diesen anderen Medien, hatte keine Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht mit mir. Und dann verlief das Gespräch natürlich ziemlich komisch, weil die Person meinte, ja, erzähl mir, warum du diejenige bist, mit dem ich arbeiten soll. Was hast du für deine Kunden erreicht? Und was hast du, wie hast du anderen geholfen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Und ich kam so ein bisschen in Schleudern, so, wow, das war ich überhaupt nicht mehr gewohnt, weil ich über die letzten vielen Jahren ganz gänzlich andere Erfahrungen gehabt haben, dass die Leute ganz lange Zeit mit mir verbracht haben und dann reingekommen sind in die Gespräche. Und das war eine gute Erinnerung, dass diese Person einfach noch nicht genügend Erfahrungen mit mir hatte. Und dann habe ich gesagt, hey, geh mal zurück, schau mal die kostenfreien Ressourcen erstmal an, kostenfreie Ressourcen erstmal an, vergewissere dich, dass es passen könnte. Also weil ich da nicht gerne Einwände oder auch Beweise an der Stelle bringen möchte. Und der andere Fall ist, dass jemand einfach zu wenig Information hat. In dem Fall, wenn du merkst, zum Beispiel im Kennenlerngespräch, dann kannst du einfach fragen, wo Informationslücken sind und kannst ein bisschen aufklären, erzählen über deinen Prozess. Aber Einwandsbehandlung als solches mache ich überhaupt nicht. Das wollte ich einfach an dieser Stelle sagen. Gut. Das war es eigentlich. Mehr habe ich gar nichts zu sagen. Die Anja hat hier geschrieben, ich denke dann immer, ich muss ja und frage mich nicht wirklich, ob ich mir und dem Kunden damit wirklich helfe. Ja, das ist häufig am Anfang so, Anja, dass man am Anfang einfach die Auftragsbücher vollkriegen möchte und da nimmt man einfach jeden an, egal ob man eine genaue Passform hat oder nicht. Und das ist eine gutes Schlusswort, wenn man so will, nämlich, was ist deine Aufgabe im Kennenlerngespräch, in einem wertschätzenden Kennenlerngespräch? Es ist definitiv nicht zu einem Ja zu kommen, nicht aus meiner Sicht jedenfalls, sondern deine einzige Aufgabe ist es, herauszufinden, ob du eine Lösung hast für die Personen, ob du im Dienst stehen kannst oder nicht. Und ob du innen aufrichtig Ja sagen kannst zu dem Kunden und hättest Freude, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Das sind so deine zwei Hauptaufgaben in dem Kennenlerngespräch. Und manchmal wird ein Ja kommen und manchmal wird ein Nein kommen und manchmal wird ein vielleicht oder in Zukunft sein und alles ist in Ordnung. Aber seitdem ich begonnen habe, aus einer gebenden Haltung heraus solche Kennenlerngespräche durchzuführen, die jetzt mittlerweile die Simone durchführt für mich, ist meine Umwandlungsrate von Interessenten und Kunden sehr, sehr hoch gestiegen und über Jahre lang angehalten, also auf 80 oder 90% über sehr lange Zeit. Denn die potenziellen Kunden spüren deine Aufrichtigkeit, sie spüren diese Haltung und es macht einen riesen Unterschied für dein Geschäft. Das war es von mir und ich spreche wie immer bei diesen Facebook-Live-Videos in dieser Woche die Einladung aus. Wenn es dich interessiert, ein Business aufzubauen, das du liebst und von dem du gut leben kannst und wenn du daran interessiert bist, ein herzgetriebenes Geschäft aufzubauen, das heißt, in Dienst zu stehen, deine Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, die Beziehungen in den Vordergrund zu stellen, dann geh auf www.successfulsolopreneursystem.com und schau mal, ob das für dich eine Option sein könnte. Das sind meine 6 Module, mein Komplettsystem für Solopreneure und Experten, wie du das lernst. Und mit ihnen behalten sind das perfekte Kennenlerngespräch und das, was wir gestern gesprochen haben, Pakete und Preise und vorgestern Zielgruppen und Positionierung. Und morgen kommt ein weiteres Modul dran. Ich wünsche euch einen so wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder morgen. Bis dann. Tschüss zusammen.